Die Säute Dern liegt schief, jederzeit kann sie kippen, besonders bei Wind. Und sie läuft voll und das Wasser weicht die ohnehin maroden Planken auf. Gefahr geht aus von der Säuten Dern, Gefahr im Verzug nennen das die beiden Vertreter des Schifffahrtsmuseums hier links und der Spezialist rechts. Er koordiniert die Bergung. Dann müssen wir das Schiff heben mit Hebekissen. Dann müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir das anheben. Aber es lässt sich nicht vorhersagen, ob die Bergung gelingt. Vielleicht bricht das Schiff auseinander. Das kann auch passieren. Die Säute Dern ist ja ziemlich marode. Der Zustand ist ja bekannt. Das Schiff besteht in vielen Teilen, wie ich immer sage, nur noch aus Torf. Besuch bei der mit Zäunen abgesicherten Säuten Dern. Was macht man bloß mit diesem immer wieder so viele Kosten verursachenden Unglücksschiff? Es muss raus aus dem Wasser. Allein das kostet 1,1 Millionen Euro. Das bereitet dem kaufmännischen Direktor des Schifffahrtsmuseums Sorgen. Dieser Schaden ist nicht versicherungsmäßig abgedeckt. Man kann es versichern gegen Wassereinbruch und so weiter. Aber da ja schon die Probleme über ja, viele Jahre, nicht nur Jahre, Jahrzehnte, dass das Schiff nicht im besten Zustand ist, hätte jede Versicherung gesagt, da lassen wir die Finger von. Also blieb die Säute Dern gegen Havarien wie diese im Hafenbecken unversichert, ganz anders als im Falle eines Feuers. Der Schaden durch den Brand im Februar auf dem Schiff ist nämlich ein Versicherungsfall. Und vielleicht hat ja auch das Feuer zu Schäden geführt, die nun ursächlich für den Untergang der Säuten Dern verantwortlich sind. Wenn der Gutachter nach der Bergung an Bord geht, soll er darauf achten, sagt Konrad Otten. Gibt es irgendwo noch Anhaltspunkte, die gegebenenfalls mit dem Brandschaden zusammenhängen? Dann ist die Versicherung wieder an Bord. Ist das Schiff unterversichert? Unterversichert? Ich kenne mich nicht aus im öffentlichen Bereich, wie die abgesichert werden. Es ist jedenfalls so, dass das Schiff nicht keine Wrackbeseitigung hat. Das wäre natürlich einfacher. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Also muss hier der Staat eingreifen. Denn das Museumsschiff ist quasi im öffentlichen Besitz. Eigentlich sollte die Säute Dern für 32 Millionen Euro saniert werden. Der Bund hatte Geld zugesagt. Die Idee, eine gläserne Werft mit der Säute Dern darin. Aber jetzt ist erstmal Geld für die Bergung nötig, sagt der Projektleiter. Die jetzt eingesetzten Mittel von 1,1 Millionen Euro sind komplett unabhängig von den Mitteln, die dann für die Projektplanung und auch die spätere Sanierung vorgesehen sind. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Situation, wo wir jetzt erstmal das Schiff wirklich sichern müssen. Am Nachmittag unterschrieb das Museum den Auftrag für die Bergung. Morgen kommen Tauchroboter und untersuchen erstmal das Schiff.